Deutschland hat es geschafft. Wir haben einen Bürgerrat, der sich mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Knapp 2000 Bewerbungen, daraus eine Bürgerlotterie, ein Wort, das wirklich offiziell verwendet wird, und eine Auswahl wird bestimmt. Dass die Bärbel Baas von einem Querschnitt spricht, der sich aus der Bevölkerung ergibt, ist purer Hohn. Ich bezeichne dies einfach als Lottoergebnis. Sicher ist doch eins, was wir essen, geht niemandem etwas an. Viele Informationen über das Essen kann sich jeder Mensch selber herausholen. Niemand muss sich vorschreiben lassen, was zu essen ist. Der Staat greift immer mehr in unsere Gesellschaft ein. Er greift in unser Privatleben ein. Die eigene Entscheidung wird immer mehr von der Politik bestimmt. Sexualität, Partnerschaft, Ernährung, Familie, Gesundheit. Alles will der Staat beeinflussen. Alles soll optimiert werden. Alles. Wenn wir mal die Geschichte anschauen. Wir sind nichts. Der Stamm ist alles. Dann kam Gott. Weiterhin das Vaterland. Dann denken wir an die kommunistische, sozialistische Zeit. Das Proletariat. Und jetzt die abstrakte Menschheit? Die Erde muss gerettet werden? Nee, oder? Was haben all die Dinge, die ich jetzt hier aufschreibe oder aufzeige, gemeinsam? Irgendwelche Menschen haben irgendetwas erklärt und versuchen mit diesen wahnsinnigen Ideologien die Menschheit zu beeinflussen. Es ist eine Schande, was in diesem Lande los ist.